Die Ente. Für die Ente benötigen wir einen grünen 260er Modellierballon, den wir mit Luft füllen. Am Ende lassen wir 3,5 Finger breit frei. Verknoten das Ganze. Drehen einen 2 Finger großen Bubble ab, gefolgt von einem 4 Finger großen Bubble, den wir umschlagen und einen Lock Twist machen. Das heißt, wir verdrehen ihn damit, noch ein 4 Finger großer Bubble, rollen das Ganze durch die anderen beiden Bubble. So schaut das Ganze jetzt aus. Wir füllen jetzt einen orangen 260er Modellierballon mit Luft, verknoten ihn. Hinten bleibt was frei, etwas mehr als eine Hand, brauchen wir sowieso nicht alles. Wir drehen einen 3 Finger breiten Loop ab, gefolgt von einem, der etwa eine Handbreit ist, gefolgt von einem, der etwas größer ist, also ich würde mal sagen 6 bis 7 Finger, und wieder einen kleinen Loop, der genauso groß ist wie der andere kleine, also auch etwa 3 Finger breit. Restliche Luft benötigen wir nicht. Als Knoten verdrehen wir das Ganze um die 4 Loops. Machen einen 2 Finger Bubble bei dem grünen Ballon, einen Pinch Twist, wir verdrehen ihn also dreimal mit sich selbst. Wir greifen einmal beide Ballons und drehen sie einmal rum. Richten das Ganze aus, das heißt der grüne Pinch Twist, der kommt nach hinten. Unser Schnabel. Das ist der Kopf unserer Ente. Wenn ihr es ähnlich macht wie beim Tiger mit den Armen und den Beinen, hättet ihr schon eine komplette Figur. Aber aus dieser Ente machen wir mehr. Jetzt biegen wir den Schnabel noch ein wenig rund. Das heißt, wir bringen ihn in Form und drücken ihn etwas. Ein Reststück eines weißen Ballons füllen wir mit Luft. So, den Anfang unseres weißen Ballons wickeln wir einfach um den Schnabel. Einfach ein paar Mal rum. Legen ihn hoch. Greifen oben den kleinen Bubble. Und verdrehen den weißen Ballon einfach mit unserem kleinen Bubble. Legen ihn runter. Greifen die Länge ab. Und drehen einfach einmal rum. Lassen wir die Luft entweichen. Und den Rest verdrehen wir einfach in den Schnabel. Einfach mal.
alles nochmal ausrichten. Den obersten Bubble verdrehen wir mit sich selber. Das machen wir, indem wir den Knoten runterführen und das Ganze dreimal verdrehen. Wir nehmen den Hals unserer Ente und ziehen ihn über dem Pinchbrett im Nacken hoch. Jetzt steht der Kopf praktisch gerade ab. Das Stück Ballon können wir prima im Kopf verstecken. Das war das Reststück vom Schnabel. Einfach reindrücken, weg ist es. Wir füllen einen grünen 260er Ballon mit Luft, lassen am Ende einen Finger breit Platz, verknoten das Ganze zum Loop. Finden die Mitte, das kriegen wir hin, indem wir den Ballon auseinanderziehen, verdrehen und wir ziehen einmal einen dieser Loops durch, damit sich das Ganze nicht wieder ausdreht, splitten jeweils die Ballons. Splitten tun wir, indem wir die Ballons oder die Loops zusammendrücken und gegeneinander verdrehen. Nun fügen wir unsere beiden gesplitteten Loops so zusammen und bekommen einen Cluster. Das wird der Körper unserer Ente. Wir greifen ein etwa 8 Finger großes Stück von unserem Ballon ab, drehen einen 2-Finger-Bubble ab, verdrehen ihn zum Pinch, noch einen 2-Finger-Bubble, ebenfalls einen Pinch-Twist. Nehmen den Körper der Ente und wickeln einfach das Reststück durch. Einmal oder zweimal drumdrehen, so ist das Ganze befestigt. Den Rest wickeln wir auch ein, zweimal um das Ende. Drücken die Luft hoch. Ganz kleiner Bubble. Ein Loop. Das ist der Bürzel der Ente. Also sprich die Schwanzfedern. Wir richten das Ganze nochmal aus. Also das Reststück vom Kopf liegt in der Mitte unseres Clusters. Wir benötigen einen weiteren grünen 260er Modellierballon. Selbes Spiel, verknoten ihn zum Loop, also haben ihn fast gänzlich gefüllt. Finden die Mitte, ziehen ihn auseinander, bringen die Hände zusammen. Schieben ihn jetzt einfach dazwischen. Das sind die Flügel unserer Ente, die bringen wir noch eben nach vorn. Alles nochmal ausrichten. Wir füllen einen orangen 260er Modellierballon mit Luft und lassen am Ende ein 3 bis 4 Finger breites Stück frei. Beginnen mit einem 2 Finger großen Bubble. Einen 4 Finger großen Bubble, gefolgt von einem weiteren 4 Finger großen Bubble.
legen das Ganze zum Dreieck zusammen und verdrehen es. Das ist unser erster Entenfuß. Den Knoten verstecken wir, indem wir ihn ein paar Mal umwickeln. Wir greifen ein 8 Finger großes Stück ab, verdoppeln es. So bekommen wir etwas mehr als einen 3 Hand großen Bubble. Gefolgt von einem 2 Finger Bubble, der gepinscht wird. Einem 4 Finger Bubble. Einen weiteren 4 Finger Bubble. Eigentlich wie beim ersten Entenfuß. Und das Reststück umwickeln wir einfach um die Ferse der Ente, also unserem Pinch Twist. Wir legen das Ganze so zusammen, nehmen Maß und splitten es in der Mitte. Wickeln es in den Bürzel unserer Ente. Richten die Beine aus, biegen sie ein wenig ein. Verstecken das Reststück gänzlich im Kopf. Malen noch eben die Augen. Alles nochmal ausrichten. Fertig ist unsere Ente.